Hallo und herzlich willkommen zurück zu Episode 4 von Let's Fail Super Mario World. Die 3D Failed Edition. Und das wird ein Spaß. Hier kommen nämlich Bullet Bills uns entgegen. Tschüss Yoshi. Das habe ich super gemacht, ne? Ernsthaft, die sollte mir. Ich hätte gern bitte einen Fail-Counter. Ich hätte gern eine Meldung. Jedes Mal, wenn ich Scheiße baue in dem Spiel, hätte ich gerne eine Meldung. Ich hätte sowas von Anfang an selber einführen sollen, ne? Das wäre wieder einer. So ein 3D-owned Count. Das war richtig episch. Und das war mein Fail. Gott. Wie gesagt, ein 3D-owned Count hätte was, ne? Lass uns mal gucken. Ich dachte eigentlich, ich hätte den. Das war. Das war episch hoch 10. Lass mal gucken, das war hier. So gut. Es geht durchkommen. Haben wir wieder einen. Ist der gerade durch die Wand geflogen? Hier hat mich der. Ja klar, natürlich ist hier das. Hier ist der Checkpoint. Jetzt geht's, glaube ich, richtig rund. Richtig. Ich glaube, die sind ab sofort quasi. Nee, sind sie nicht. Ich dachte, die sind. Das hat was mit einem Checkpoint-System zu tun. Aha. Ja, so viel zur Neugierde. Ich wollte wissen, was da drin ist. Hab's mit meinem Leben bezahlt. Wie soll's anders sein? Und hab meinen Pilz verloren. Tridi macht Scheiße und stoppt die ganze Zeit. Ich will immer noch wissen, was da. Das war zu viel. Komm schon. Ich krieg das gebacken. Ist doch sicher irgendwas Interessantes dran. Naja, das Leben. Das ich vorhin verloren habe. Ich dachte eigentlich, ich bin stehen geblieben, aber okay. Ich wollte eigentlich davor stehen bleiben, bevor es mich wegfistet. Hatte ich hier eigentlich irgendwo ein Power-Up bekommen? Ja, hier ist eins drin. Guck mal, wie weit ich damit komme, ohne dass ich es verliere. Mhm. Ja, der hat mir zumindest wieder einen Fehler spart. Ich meine, zumindest kommen wir voran. Naja, wir haben es wieder ein Level geschafft und hat ja nur 4 Minuten gedauert. Es ist schon traurig, wenn ich überlege, dass andere Leute hier ohne zu sterben, ohne Probleme durchrennen. Aber gut, man muss auch dazu sagen, andere Leute haben das Spiel einfach wesentlich mehr gespielt als ich. Und ich weiß nicht, ich finde schon, dass das was zu. Oh fuck, ich bin tot. Das ist unfair. Hat mich der Evil Cooper Wizard geärgert. Das ist unfair. Okay, damit kommen wir wenigstens runter. Okay.
Jetzt haben wir eine Weile unsere Ruhe von dem Typen. Ich sag mit Absicht eine Weile, weil es ist nicht so lange. Er kommt eigentlich recht flott wieder. Da ist er nämlich auch schon wieder. Evil Cooper Wizard. Nein. Böser Magic Cooper. Ah, ich will da ran. Ich glaube, ich brauche den nämlich. Mistkerl. So viel dazu. Das kann ein Weilchen dauern. Okay, nein. Böser Magic Cooper. Ich brauch dich unter mir. Super, jetzt komme ich nicht runter. Jetzt muss ich warten, bis der respawnt. Und das ist besser hier hinten, weil hier habe ich zumindest eine Chance. Jetzt muss ich mal warten, bis er wiederkommt. Magic Cooper? Nein, das ist gut, danke. Na ja, gut, das ist zumindest ein... Ja, nee, ist klar. Dabei wirft er mich mit den PlayStation-Symbolen. Das ist wahrscheinlich das Problem, warum ich hier die ganze Zeit sterbe. Die Macht des PlayStations. Nein. Unter mir? Unter mir, danke. Das will ich haben. Damit kann ich dich nämlich erledigen für eine kurze Weile. Und das reicht eben genau aus, um hierher zu kommen. Müssen wir... Ah, da oben ist er. Böser Evil Cooper Wizard. Hast... Du Sau, ne? Du Sau. Das... Jetzt komme ich da nicht rein. Egal. Dann gehen wir halt den normalen Weg weiter. Gucken wir mal, wie lange wir noch Ruhe haben vor Magic Cooper. Damit haben wir nämlich... Jetzt sind wir los. Dass wir nur noch durch die Lava-Festung durchkommen. Aber den schlimmsten Teil haben wir überlebt. Magic Cooper. So, hier rüber. Oh. Rein da. Ach komm! Muss ich mich wieder mit Magic Cooper rumschlagen. Vielleicht haben wir diesmal eine Chance in das... Vielleicht schaffe ich es dieses Mal in den Ding reinzukommen. Nein. Unten, bitte, danke. Super. Der ist tot. Und ich auch. Vielleicht sollte ich mir doch einfach Power-Ups besorgen, ne? Dreh die Macht Kacke. So. So. So, komm runter. Komm runter, Kamek. Ich weiß, du willst... Scheiß drauf. Ich hoffe, wir kommen hier ohne Game Over durch. Nein, Kamek. Unten, danke. Ich muss ihn killen. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Ach Mist. Nein. Jetzt haben wir zumindest eine kurze Zeit wieder Ruhe von ihm. Aber ich verkacke natürlich auch wieder zu viel. Warum zielt... Ich hatte nicht gedacht, dass der jetzt nach oben zielt. Da hätte ich einfach nur stehen bleiben müssen. Na gut. Zielen kann der Typ nicht, ne? Außer dann, wenn ich auf ihn draufspringen will. Dann ist er gut im Zielen. So. Egal. Rein da. Das ist nämlich der Halbzeitpunkt. Da wollte ich nämlich rein. Und ein extra Leben gibt es auch noch, damit wir nicht Game Over gehen. Und jetzt sind wir wieder hier, aber dieses Mal mit einem Halbzeitpunkt. Darum wollte ich da rein.
Jetzt müssen wir uns nämlich nicht mehr mit dem Evil Cooper Wizard auseinandersetzen. Damit kann ich meinen... Kann ich zumindest noch schaffen, in dem Part diesen Level durchzuspielen. Dann ist es nicht ganz so peinlich. Also nur mehr extrem peinlich und nicht mehr... Gott, warum spielst du das überhaupt, wenn du so scheiße bist, peinlich? Und dann krepiere ich fast wieder. So, warten, bis das Ding hier weg ist. Dann gibt es hier unten einen Schroom. Das geht, glaube ich, nicht direkt in die Lava. Nein, wir haben sie überstanden. So, dann hier runter. So. Jetzt haben wir den geoffscreened. Damit haben wir auch die hier losgewerdet. Aha. Das bringt mir nicht wirklich was. Aber andererseits gibt es hier eine Feder. Damit haben wir zwei Power-Ups für den Bosskampf gegen Lemmy Winks hier. Ich habe keine Ahnung, welcher das ist. Aber das ist einer der lästigeren Kämpfe. Auch wenn er eigentlich einer der leichteren ist. Vor allem, wenn man Lemmy Winks erledigt. Tschüss, Lemmy Winks. Lemmy Winks. Ich glaube, das war Lemmy Cooper. So, wir sind bei 11 Minuten. Na, Hammer. Ja, wir haben Lemmy Cooper aus Schloss 3 besiegt. Marios Aufgabe ist... Ja, Marios Reise wird immer schwerer. Ja, ob wir den roten und grünen Schalterpalast gefunden haben, werden wir noch gefragt. Haben wir gefunden. Dann gucken wir mal, wie viel schwerer Marios Reise noch wird. Denn ich krieg's ja jetzt im vierten Part schon... Ich krieg ja hier schon richtig auf den Sack. Und jetzt wird's auch noch schwerer. Aber gut, wir haben die dritte Welt abgeschlossen. Und ich denke, wir haben alle Exits. Und ihr seht schon, da oben ist ein Schloss. Hier haben wir die Käsebrücke, auf der Käsebrücke. Hier geht's richtig ab. Das ist nämlich ein cooles Gebiet eigentlich. Und hier müssen wir auf jeden Fall nochmal her, nachher gleich. Denn Käsebrücke hier hat zwei Exits. Und für das zweite Exit brauchen wir einen Yoshi. Und ich glaube nicht, ich glaube, soweit ich weiß, kriegen wir keinen in dem Level. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall nochmal rein. Und dann... Die wahre Herausforderung ist es, hier durchzukommen, ohne den Yoshi zu verlieren. Und bei meinem Skill, den ich schon an den Tag gelegt habe, vor allem in Schloss 3, wisst ihr, was es bedeutet, hier ohne Yoshi zu verlieren durchzukommen. Aber ich denke, wir kriegen das hin. Hier, wenn ihr da mit dem Yoshi dagegen springt, verwandelt sich euer Yoshi in einen blauen Yoshi. Und das bedeutet, der kriegt, ja, das hat was mit einem... Ach, brauchen wir eigentlich eh nicht. Das hat mit was anderem zu tun. Hier, das ist glaube ich, die Stelle, vor der ich am meisten Angst habe, wenn es darum geht, mit Yoshi hier durchzukommen. Vor allem jetzt, wo ich schon bewiesen habe, wie gut ich bin. Denn... Ihr seht, hier ist ein Pfeil. Nach dem Exit. Und was es mit dem Pfeil auf sich hat, das finden wir jetzt dann gleich raus. Dafür muss ich jetzt aber erstmal zurück in die Top Secret Area. Und... mir einen Yoshi holen. Und die obere Hälfte, da gehen wir nachher dann gleich noch hin. Vielleicht auch nicht mehr in dem Part, weil wenn ich auf die Uhr gucke, kann es nämlich gut sein, dass sich das nicht mehr ausgeht. Wir brauchen auf jeden Fall eine Cape-Feder plus Yoshi. Dann hoffe ich jetzt, dass ich das gleich mal ziemlich gut auf Anhieb hinkriege. Weil ansonsten muss ich dann leider für jedes Mal, wenn ich es verkacke, zurücklaufen.
Und das kann nervig werden. Dementsprechend hoffe ich jetzt einfach mal, dass ich es nicht verkacke. Und wir müssen aufpassen, dass wir die Flügel nicht mitnehmen, weil ansonsten hilft uns der gute Yoshi nämlich auch nichts. Und ich bin mir ziemlich sicher, die Uber-Pros hier in Mario World brauchen den Yoshi gar nicht. Weil da gibt es sicher eine Möglichkeit, mit dem Fliegen ranzukommen. Aber das bin ich nicht. Das habe ich, denke ich, jetzt zur Genüge zur Schau gestellt, dass ich nicht der Uber-Pro bin. Aber gut, wir sind hier angekommen. Wie gesagt, das hier nicht auslösen. Was war hier drin? Noch eine Feder, die brauchen wir sowieso. Denn jetzt müssen wir hier durchfliegen. Und das geht, wie ihr seht. Und wir müssen jetzt hier unter dem Ziel durch und tschüss, Yoshi. Wait, where are you going? He just jumped off. Yoshi left behind, discarded at the goal. Turns out that Mario is an asshole. Und damit kommen wir an dieses Ziel hier. Und da bin ich auch ganz, ganz froh darüber, dass ich das beim ersten Mal gleich direkt hinbekommen habe. Bonusspiel. Wird mal wieder Zeit, einen Bonus zu verkacken. Ah, das sieht gut aus. Zwei Leben. Yay, yay. Haben wir eine Handvoll von den Leben wieder reingeholt, die ich verkackt habe beim Dauerkrepieren. Und damit haben wir eine Secret Area freigeschalten, und zwar den Soda Lake. Oder zu Deutsch so viel wie Limonadesee. Und wow, da geht's rund. Da bewerfen sie uns nämlich mit Tornado-Tats. Nehmen wir mit, denn damit können wir Fische töten. Leider nicht Tornado-Tats. Tornado-Tats. Torpedo-Tats, nicht Tornado-Tats. Au, da hat mich der Tornado getroffen. Da wurde ich von dem Tornado getornadot. Jetzt müssen wir hier mit der Feder durch. Gut, egal. Egal, wir sind durchgekommen. Wie wir durchkommen, ist egal. Hauptsache leben, ne? Das ist das Motto von dem LP. Hauptsache durch. Und damit haben wir die dritte Star Road freigeschaltet. Und was sagt die Uhr? Die Uhr sagt, wir haben noch 1,5 Minuten. Das könnte, ich guck mal, das sollte sich ausgehen, dass wir den Cookie Mountain noch durchnehmen. Das hört sich falsch an. Gehen wir noch in den Keksberg. Oh, nice. Hier ist das erste Mal. Ich habe vergessen, wie sein Name ist. Ich habe es echt vergessen, sorry. Den nehmen wir mal mit, sicherheitshalber. Und das hat sich schon gelohnt. Na, haben wir wieder so einen Ausrasti-Typ. Ich weiß es, es tut mir echt leid. Ich würde euch gerne sagen, wie die Viecher wirklich heißen, aber ich weiß es nicht. Aha. Erstmal hier rüber. Komm schon. Spring doch weg, Mario. Ich wusste es. Ein Leben. Und ja, ihr kennt mich ja mittlerweile. Kann die Leben gebrauchen. Natürlich kriege ich jetzt einen Yoshi. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Oh, böser Maul.
Warum springt der die ganze Zeit ab? Oh, nice. Dafür kriegen wir nämlich ein Bonusspiel. Wir müssen diese ganzen Münzen, die glücklichen Münzen einsammeln und dafür gibt es ein extra Leben. Scheiß auf die Münzen. Yoshi ist mir lieber. Hier hole ich mir eine Feder. Ernsthaft ist mir lieber, ich habe den hier. Das kannst du dir sonst wohin schieben. Ah, ist sonst eh nichts Interessantes dran. Warum springt der mir die ganze Zeit von Yoshi ab? Ich meine, ich weiß, die Spin-Jump-Taste ist die von Yoshi abspringt-Taste. Aber ich habe eigentlich gar nicht gespin-jumped. Aber gut, damit haben wir die Cookie Mountain, was? Den Keksberg erklommen. Und wir sind bei Ludwigs Castle. Und ja, da kümmern wir uns dann vielleicht im nächsten Part drüber. Ich gehe jetzt nämlich erstmal zurück. Da oben kommen wir nämlich über das Vanilla Secret hin. Und das machen wir dann im nächsten Part. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Euer Tritaldor.